Gut, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum Spieltag morgen des HC Erlangen gegen den Bergischen HC. Am Donnerstag, 7. April, Anwurf ist um 19.05 Uhr in der Arena Nürnberger Versicherung. Und ich begrüße neben mir Raul Alonso, Trainer und Sportdirektor des HC Erlangen, Geschäftsführer René Selke und der Torjäger des HC Erlangen, Simon Jeppsson. Guten Morgen. Wir beginnen mit etwas Außergewöhnlichem. Und zwar geht es noch nicht gleich um das Sportliche, sondern erst noch um die Gesundheit und um Kinder. Ganz wichtiges Thema. Und dazu begrüße ich Herrn Harald Rosenberger von der Nürnberger Versicherung, der uns auf ein ganz besonderes Event hinweisen möchte. Harald, Feuer frei. Genau. Ja, genau, richtig. Danke euch. Danke auch für die Einladung. Genau, also wir planen wie immer in der Zusammenarbeit mit dem Kinderhospiz eine große Aktion. Und zwar passt das saugut morgen auch der Spieltag. Weil morgen beginnt nämlich in Berlin der Fackellauf des Kinderhospiz. Und das können Sie sich jetzt alle so vorstellen, dass dort ganz viele Menschen über 7000 Kilometer durch Deutschland mit einer Fackel laufen, von Kinderhospiz zu Kinderhospiz. Und die kommen natürlich selbstredend auch in Nürnberg vorbei. Das stimmt gar nicht. Bevor sie in Nürnberg sind, sind sie in Erlangen. Wir werden praktisch gemeinsam von Erlangen nach Nürnberg laufen. Raul, Simon, vielleicht habt ihr zwei ja auch noch. Und dann werden wir das tun. Das ist eine richtig gute Sache, weil ihr wisst ja alle, Kinderhospizarbeit, das ist so ein Tabuthema in Deutschland. Und das sind 50.000 Menschen, 50.000 Kinder und damit Familien, die davon betroffen sind. Und deswegen wollen wir das unterstützen. Und haben das auch wieder gekoppelt mit unserer Gesundheits-App, weil wir sagen, wir wollen, dass Menschen gesund sind und gesund bleiben, respektive wenn sie krank sind, gesund werden. Deswegen haben wir unsere Coach-N-App, die stellen wir dafür zur Verfügung und sammeln schlicht und ergreifend Schritte. Das heißt, ihr würdet alle was für eure Gesundheit tun und wir zahlen schlicht und ergreifend dann nochmal Zusatzgeld für die Kinderhospizarbeit, für alle 7000 Schritte, die wir machen. Und das wäre super, wenn möglichst viele mitmachen. Da würde ich mich drauf freuen. Ich mache es auch. Ich freue mich auch aufs Spiel morgen, weil ich werde ein paar alte Bekannte treffen, der Pinze zum Beispiel. Das wird richtig gut. Also mitmachen, morgen gewinnen und Spaß haben zusammen. Super, vielen herzlichen Dank. Ich denke, diesen Appell kann man absolut weitergeben an die Mannschaft, an uns als Geschäftsstelle und auch nach draußen an die Fans. Also schaltet euch dazu, macht mit. Es ist, wie gesagt, für eine ganz, ganz tolle Sache. Ganz, ganz tolle Sache ist auch am Donnerstag, wie gesagt, das Spiel gegen den Bergischen HC. Lieber René, vor allen Dingen deswegen auch, weil wir in puncto Corona-Maßnahmen was ganz Neues haben. Klär uns mal auf, was hat es damit auf sich? Ja, was ganz Neues. Im Grunde genommen haben wir endlich mal wieder was ganz Altes. Und zwar keinerlei Maßnahmen mehr. Das ist natürlich für uns oder für uns alle ein großer und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, wir alle haben uns nach dieser Normalität gesehnt. Die werden wir bei dem morgigen Spiel das erste Mal wieder seit langem so richtig haben. Das heißt, es gibt weder Kontrollen der 2- bzw. 3G-Thematik am Eingang. Es gibt keine Maskenpflicht mehr, es gibt keine Abstände. Jeder kann im Grunde genommen das Spiel wieder in vollen Zügen genießen. Das freut uns natürlich umso mehr, weil wir genau alle auch wissen, wie sehr der Sport von den Emotionen lebt. Die Leidenschaft in den Gesichtern der Leute einfach ablesen zu können, das ist eine solche Energie. Das haben wir schon vor Corona einfach schon sehr wertgeschätzt. Jetzt schätzen wir es noch umso mehr, weil wir es jetzt seit Ewigkeiten endlich mal wieder haben und darauf freuen wir uns natürlich immens. Wissen aber natürlich auch, dass wir einfach auch eine Brücke für jeden Fan bauen wollen, der vielleicht jetzt auch noch in dieser neuen Situation etwas zurückhaltend ist. Deswegen haben wir auch einen separaten Social Distance Block eingerichtet, wo man auf Abstand und mit Maske das Spiel genießen kann, damit sich einfach auch wirklich jeder Fan morgen wohlfühlt in der Arena. Ich glaube, diese Normalität müssen wir jetzt alle gemeinsam wieder auch leben und mit Freude und Leidenschaft füllen. Und dementsprechend, ja, freue ich mich einfach sehr auf einen tollen Spieltag morgen. Freue mich auch, wie gesagt, mit der Nürnberger Versicherung, da dieses Thema auch mit auch in der Halbzeitpause morgen begleiten zu dürfen. Ich glaube, da haben wir eine ganz, ganz tolle Aktion. Und einfach einen spektakulären Spieltag, wo wir einfach versuchen, natürlich auch so viele Fans wie möglich in die Halle zu bekommen, weil das ist morgen sportlich wichtig wird, wissen wir. Und da brauchen wir natürlich und wollen die 2 Punkte haben. Danke, René. Spannend genug war das Hinspiel ja schon gegen den BHC mit dem späten Ausgleich noch für unsere Mannschaft. Lieber Raul, was muss man machen, um morgen den BHC zu besiegen? Ja, guten Morgen zusammen. Für uns ein ganz wichtiges Spiel. Das wissen wir alle. Wir sind auch voll fokussiert auf diese Aufgabe. Wir wissen, dass wir von der ersten Sekunde Zugriff zu dem Spiel
schaffen müssen und da auch nicht loslassen. Wir müssen den Gegner unter Druck setzen, wir müssen sie bekämpfen, so wie im Hinspiel, wo wir noch einen Punkt mitnehmen konnten. Wir wissen, dass es natürlich der BHC eine sehr gute Mannschaft ist, die gut besetzt ist, können aus der Distanz werfen, können auch über den Kreis spielen, gut außen, kernige Abwehr, aber das haben wir auch. Und da müssen wir mit dieser Entschlossenheit auftreten, wir müssen einfach mal uns der Aufgabe stellen und natürlich auch um jeden Zentimeter kämpfen. Kämpfen ist, wenn man kämpfen möchte, ist es wichtig, dass man fit ist. Wir hatten zuletzt ein paar angeschlagene Spieler im Kader. Wie sieht es denn da aus? Steht ja da jeder zur Verfügung? Nicht ganz. Also mit Steini ist noch nicht zu rechnen. Der arbeitet an seinem Comeback zurück, aber da wird es noch ein bisschen dauern. Peter Oeberwie ist sehr fraglich, eher nein als ja. Durch die muskuläre Verletzung und die gute Nachricht ist, dass Chrissy Bissel wieder fit ist, hat voll mittrainieren dürfen und können und der ist natürlich auch ein wichtiger Spieler, der uns auch diese Emotionalität auch mal auf der Platte mitbringt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Jeder, der ihn kennt, weiß, wie wichtig er gerade für so ein Spiel ist, wo wir auch über den Kampf kommen wollen. Lieber Simon, die Stimmung war nach dem Stuttgarter Spiel in der Mannschaft, wir haben es gesehen, nicht ganz so gut. Ihr wart ziemlich enttäuscht, ziemlich niedergeschlagen. Wie ist sie jetzt, die Stimmung vom BHC? Stimmung war natürlich nicht super. Das ist das eigentlich nie nach einem Niederlage so. Aber das ist ja auch ein Thema, was man machen muss. Ein Niederlage so schnell wie möglich abhacken und einfach weiterzuschauen. Morgen gegen BRC zwei wichtige Punkte, würde ich sagen. Nicht nur für die Tabelle, sondern auch für die Gefühl, fürs was kommt nächste Wochenende. Wollen natürlich ein gutes Gefühl da zum Hamburg mitnehmen, aber erstmal natürlich Ziel, morgen die zwei Punkte in Nürnberg zu behalten. Um die zwei Punkte zu behalten in Nürnberg, gerade in dieser Phase jetzt momentan, wie wichtig ist da die Unterstützung der Fans, der Anhänger für die Mannschaft? Natürlich unglaublich wichtig. Wir wollen Siege für die machen und wir brauchen die Unterstützung von den Fans. Das bringt uns extrem viel extra Energie in die Schlussphasen. Und natürlich jetzt ohne Maßnahmen auch freue ich mich für die Fans. Super, vielen Dank soweit. Tickets gibt es natürlich an der Abendkasse, wie gewohnt, und auch bei uns im Onlineshop unter www.hc-erlangen.de. Jetzt möchte ich gerne die Möglichkeit weitergeben, Fragen zu stellen hier ans Podium. Gibt es Fragen von der Presse? Andi Pöllinger von den Nürnberger Nachrichten. Raoul, die Frage an dich. Der Simon hat es gesagt, dennoch die Frage an dich. Er sagte, es geht auch darum, zwei Punkte für die Tabelle, aber auch für ein gutes Gefühl. Mit Blick auf die weiteren Aufgaben, Stichwort auch Hamburg, wie wichtig ist es da jetzt auch einen Kontrapunkt zu setzen nach den letzten Spielen, die mit Ausnahme von dem Stuttgart-Spiel eigentlich ja ganz gut aussahen, aber Stichwort Stuttgart eben auch ein bisschen ins Kontor geschlagen sind von der Stimmung zuletzt. Naja, zu Punkten ist immer wichtig, weil das ist ja auch nochmal die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das gibt uns natürlich auch mal Selbstbewusstsein. Ja, wir arbeiten extrem hart, das täglich, und es tut immer gut, wenn man belohnt wird. Was wir jetzt nicht geschafft haben in den vergangenen Spielen, ist einfach mal dran zu bleiben. Also wir sind einfach sehr gut gestartet und haben irgendwann im Laufe des Spiels einfach mal diesen Zugriff, von dem ich vorhin gesprochen habe, auch verloren. Und das gilt es einfach mal anders zu gestalten. Und es gibt uns wieder die Gelegenheit, das ist das Schöne, die nächste Aufgabe gibt uns die Gelegenheit, das so gut zu machen, dass wir auch die Punkte bei uns behalten. Aber wir wissen, dass wir ein gutes Level zeigen müssen. Wir müssen, dass wir gegen diese Mannschaften, egal wie die alle heißen, da am Spieltag auf dem Punkt sein müssen. Dementsprechend arbeiten wir nach wie vor sehr hart, bereiten uns gut vor und gehen mit dieser Zuversicht ins Spiel rein. Weitere Fragen? Der Herr Rosenberger, vielleicht noch eine sportliche Frage. Ja, ihr müsst das morgen wirklich machen, weil Sepp Hinze und ich, wir haben irgendwann mal zusammen einen Arschein gemacht. Dann braucht man wieder einen Kopf.
Alles klar, ich denke, das ist die perfekte Einstimmung emotional auf dieses Spiel. Herzlichen Dank. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, kommt morgen in die Arena, unterstützt die Mannschaft, ganz, ganz wichtig, gegen den Bergischen HC. Anwurf ist um 19:05 Uhr und damit bis morgen.